Wegen der steigenden Preise hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut deutlich angehoben, von 1,25% auf nun 2,0%. Sie will so der Teuerung entgegenwirken. Aufgabe der EZB sei es, für Preisstabilität zu sorgen, betonte die Bankenchefin Lagarde und fügte hinzu, wir sind noch nicht fertig. An der Supermarktkasse machen sich die steigenden Preise seit Wochen bemerkbar. Im September lag die Inflationsrate im Euroraum bei 9,9%. Der Druck auf die Europäische Zentralbank immens. Und so hebt die EZB den Leitzins heute wie erwartet nochmal um 0,75% an. Mit dieser dritten großen Leitzinserhöhung in Folge nehmen wir weiter Abstand von der bisherigen Geldpolitik. Wir haben uns heute entschieden, den Zinssatz zu erhöhen und gehen davon aus, ihn auch noch weiter zu erhöhen. Nach der Entscheidung Erleichterung an den Finanzmärkten. Der DAX drehte ins Plus, nachdem er noch am Vormittag abgerutscht war. Mittelfristig will die EZB mit der erneuten Leitzinserhöhung ihr Inflationsziel von 2% wieder erreichen. Doch die Möglichkeiten der Zentralbanker sind laut Experten begrenzt. Die EZB kann auch mit dieser jetzigen Zinserhöhung nicht die Inflationsrate, die ja immer noch getrieben ist von Rohstoffpreisen, von Energiepreisen, von Nahrungsmittelpreisen, kann diese Inflationsrate nicht nach unten drücken. Aber sie kann natürlich ihre Glaubwürdigkeit verstärken. Sie kann den Leuten, den Menschen, den Unternehmen deutlich machen, dass die EZB alles tut, was in ihrer Macht steht, um die Inflation jedenfalls langfristig um die 2% zu verankern. Verbraucherkredite und Baufinanzierungen dürften weiterhin teurer werden. Für Erspartes könnte es zwar wieder Zinsen geben, die aktuell hohe Inflation sorgt aber weiter für einen Geldwertverlust.